song. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, mehr oder weniger Let's Play. Ich werde mal schauen, ob man das so richtig Let's Playen kann. Ich habe mich entschieden, nach langer Zeit mal wieder in Township reinzugucken und habe gedacht, ich zeige euch mal, wie es geht. Vielleicht ist der ein oder andere ja neu oder auch nicht, ja, und sagt sich, ach, ich könnte auch mal wieder anfangen. Ja, wer weiß das schon so genau. Gut. Tagesbonus, ja, ich habe mich gerade eingeloggt. Ihr bekommt jeden Tag natürlich, wie in jedem anderen Spiel auch, einen Bonus. Und heute sind es 50 Gold. Ich hoffe doch mal, dass das... Ach so, einfach nur Münzen, okay. Ja, na klar, man kann wieder Geld für ja, echtes Geld kaufen, ist klar. Ich hatte doch was angepflanzt gestern. Was ist da los? Warum habe ich nichts angepflanzt? 2 Minuten, 5 Minuten. Na, jetzt gucken wir erstmal, was wir überhaupt brauchen. Naja, ihr fangt jedenfalls an. Ihr habt grundsätzlich gesehen erstmal nicht viel. Ihr habt kleine Häuschen. Das sind, glaube ich, nur die hier hinten gewesen. Ich habe hier schon noch zugebaut, weil, um neue Felder bauen zu können, braucht ihr mehr Einwohner. Ja, die Häuser verschaffen euch dementsprechend mehr Einwohner. Dafür braucht ihr aber zum Beispiel öffentliche Gebäude. Das ist zum Beispiel die Schule. So. Und ihr seht schon, es gibt gewisse Teile, die könnt ihr über einen Zug kriegen. Oder ihr könnt sie auch kaufen. Ich denke mal, das ist hier so ein Bonusgeld, was man sich auch über den Shop kaufen kann. Zu dem Zug kommen wir später. Der hat schon die Materialien, die ich brauche. Sehr schön. Ja, also alles gut. So, also ihr startet hier mit ein paar Feldern, sollt ihr natürlich anbauen, also gibt es ein kleines Tutorial. Ich weiß gar nicht, ich glaube bis Level 4 oder 5 geht das Tutorial und ich war gestern Abend einfach zu müde, um dann weiterzuspielen. Ich war schon mal ganz, ganz groß in diesem Spiel. Ich war schon bis hier hinten hin. Ja, aber gut, ich habe das ja schon in den anderen Spielen gesagt. Ich kann leider meine Spielstände nicht mehr herstellen. Ja, ist ein bisschen schade, ne? Also ihr habt zuerst euren Kuhstall, da sind nur 3 Kühe drin. Ich habe jetzt schon mal aufgerüstet. Ja, ihr seht, die sind fertig mit der Milch. Ihr könnt aber auch drüber wischen, ganz einfach, je nachdem, ob ihr es am Rechner spielt oder am Handy. Dafür ist es ja eigentlich gedacht. Ja, dann schnappt ihr euch euer Futter und gebt den Kühen, nicht den Fühen was zu kessen, sondern den Kühen was zu essen. Ja. Dann habt ihr eine Mühle, da könnt ihr das Futter für die Tiere herstellen. Und ich habe jetzt noch 3 Futter gehabt, das heißt, jetzt habe ich 3 mal 3, 9 Stück und einmal Hühnerfutter. Das heißt, ich stelle jetzt noch einmal Kuhfutter her und einmal Hühnerfutter. Und jetzt gucken wir mal, Stufe 10 nötig. Ach komm, dann haben wir hier nochmal Kuhfutter, okay. Ja, nee, da machen wir nochmal Hühnerfutter. Dann sehen wir schon, was wir anbauen müssen. Alles. Das heißt, wir werden hier erstmal noch den Weizen anbauen. Den zieht ihr hier einfach drüber. Machen wir jetzt mal, der geht ja nur 2 Minuten. Ja, das ist, und die Scheune, die habt ihr natürlich, die könnt ihr erweitern, ganz normal, mit Sachen, die ihr vom Zug kriegt. Ne? Steht auch hier, du kannst fehlende Baumaterial mit dem Zug erhalten. Ja, das war es im Endeffekt auch schon. Nee, doch hier. Ja, diesen Landeplatz, toller Name, ne? den Landeplatz könnt ihr, oder habt ihr am Anfang schon, da bekommt ihr Aufträge. Ist ja auch in jedem Farmspiel, ich nenne das jetzt mal Farmspiel, ist es aber, naja, nur bedingt. Also ihr farmt schon, aber ihr baut halt auch, ja, da werden die Häuser werden immer größer und gewaltiger und naja, sehr, irgendwann wird es ganz schön anstrengend, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, ne? Und ihr seht, das, was grün ist, können wir machen und das, was rot ist, da fehlen uns halt noch Materialien oder was nicht Materialien, sondern Sachen und dann braucht ihr nur auf Senden klicken und dann fliegt der Hubschrauber los, wird hier sogar schön, mach's gut, ade, auf Wiedersehen. Ja, der fliegt dann los und ich weiß gar nicht, wo er hin will. Da habe ich... Ach so. Die brauchten Sachen. Okay. Naja, auch nicht schlecht. Und dann landet der wieder. Ja, also es ist nicht viel... Also
Ja, ihr habt dann auch sofort eine neue Aufgabe. Also ihr könnt euch den ganzen Tag damit beschäftigen und EP und Geld und was weiß ich alles machen. Ja, dann haben wir natürlich eine Brotfabrik gebaut. Für das braucht man natürlich hier auch. Kekse können wir machen, Brot können wir machen. Da braucht man natürlich auch wieder Eier und Weizen. Ich habe 2 Brote fertig, toll. Ja, das ist so der Anfang. So, und dann habe ich mich damit beschäftigt, weil so ein paar Felder waren ja doch ein bisschen sehr rar und mager, dass ich erstmal hier dann ein bisschen angefangen habe, kleine Häuschen zu bauen für mehr Leute, sodass ich jetzt 85 von 85 Einwohnern habe. Und dann habe ich eine Schule gebaut. Also erstmal habe ich hier den Lebensmittelladen, das ist auch so ein öffentliches Gebäude, gebaut. Und da seht ihr schon maximal 10 Leute mehr. Das heißt, vorher hatte ich halt 75 nur maximale Einwohner und jetzt schon mal 10 mehr. Und für die Schule brauche ich halt noch Sachen. Und deshalb habe ich gestern Abend mal den Zug losgeschickt. So, da braucht ihr hier nur auf den Bahnhof klicken. Ja, der ist hier unten neben eurem Ortsschild. Da klickt ihr drauf. Und dann könnt ihr jetzt erstmal einsammeln. Ich glaube, der kommt alle 5 Minuten, der Zug. Bin mir nicht ganz sicher, werden wir ja gleich sehen. Ja, und dann könnt ihr hier den beladen. Und ich erinnere mich, dass es sehr wichtig ist, den Zug zu beladen, weil die Materialien, die ihr denn als Belohnung bekommt, die braucht ihr wirklich zum Stadtausbau, ne? Guck mal, jetzt seht ihr, jetzt hat der Helm hier den Haken. Das heißt, ihr habt alle Materialien zum Ausbauen. Und dann könnt ihr auf Fertigstellen klicken. Und dann ist eure Schule fertig. Und dann kriegt ihr sogar hier einen so ein Zusatzgeld da fertig. Noch dazu. Und das heißt, wir haben jetzt 85 von 105 Einwohnern. Ja, unsere maximale Einwohnerzahl ist gestiegen. Das heißt, ich könnte jetzt wieder Häuser bauen und so weiter und so fort. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch brauchen. Brauchen wir auch noch viele Materialien. Ja, dann habe ich hier noch gebaut. Ja, ich bin ein Industriemagnat. Na, schau einer an. Da kann ich jetzt also aus meiner Milch Sahne herstellen oder Käse. Später noch Butter, da kommen noch ganz, ganz viele andere Sachen im Laufe der Level. Und ihr seht, ihr könnt eure zusätzlichen Slots hier hinten erweitern. Kostet bei den Kühen nur normale Münzen. Hier kostet schon, ja, das andere Geld. Wie heißt denn das? Cash. Einfach Cash, okay. Ja, das mache ich jetzt nicht. Dann habe ich mir gebaut den Hühnerstall. Versteht sich von selbst. Und da seht ihr schon, die Tiere kosten halt echtes Geld. Da setze ich gleich mal alles rein. Oh Gott, bin schon wieder pleite. Super. Ach nee. So, dann lassen wir dich mal futtern. Wie lange brauchen die? 1 Stunde. Also habt ihr denn einmal in einer Stunde ein Ei, beziehungsweise am Anfang 3 Eier, dann 6 Eier. Jo. Also ihr habt eigentlich genügend Zeit, um auszubauen, ne? Aber ich glaube, hier sollte man draufklicken. Wir brauchen mehr Häuser, ja, das weiß ich doch. Ach, bleibt mal ganz entspannt. Ich möchte jetzt aber erstmal noch schnell das nächste Gemüse anbauen. So, dann haben wir einen Erfolg, ja, diesen Industriemagnaten bekommen. Und dafür kriegen wir extra Belohnung, ne? Seht das, hier sind immer 3 Sternchen. Das erste Sternchen haben wir hier voll. Haben unsere Belohnung gekriegt und dann seht ihr schon, bei 7 Fabriken kriegen wir halt die nächste Belohnung. Das sind dann 3 Cash und 500 EP. Ja, und das zieht sich ja. Okay, Google Play könnt ihr da auch. Und das zieht sich hier halt so durch, ne? Gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die man machen kann. Und warum nicht? Ist ja alles zusätzliches Geld. Ja, hier unten das Eventzentrum kann ich noch nicht. Hier hinten ist dann der Zoo, glaube ich. Ja, hier. Na, den kriegt man erst auf Stufe 40. Also seht ihr, ich war schon mal sehr viel weiter. Ja, das ist ja hier ein Koop-Gebäude. Und da könnt ihr, glaube ich, mit... ja, hier steht er schon. Tritt einem Koop bei, um Ware mit anderen Spielern zu tauschen. So, das geht aber erst auf Stufe 19. Also brauche ich mir da noch gar keine Gedanken drum machen. Und da muss ich gucken, wie ich an so einen Koop komme. Ich denke mal, da wird es ein Tutorial zu geben, ne? Also wenn man das denn dazu, wenn man so weit ist, dann werden die eben schon sagen, was man machen soll. Ja, und jetzt werde ich erstmal gucken, dass ich hier den Zug losschicke. Das heißt, ich muss auf meine
Maisernte warten. Die möchte ich jetzt aber auch nicht beschleunigen, weil ich glaube, das Geld brauche ich wirklich für wichtigere Dinge. Das heißt, wir können bauen. Oh, guck mal, ich habe Post und ich habe schon den Nachbarn. City 9. Dieser Spieler wurde zu den... Ah, okay. Freunde. Wie viel kann ich haben? Gibt es hier so eine maximale Grenze? Waren das nicht mal mehr? Oh, da kann man jeden Tag ein Geschenk verschicken. Das ist doch super. Können wir doch gleich mal Ernie besuchen. Was können wir denn bei Ernie Schönes machen? Nichts. Was kann man hier machen? Gar nichts. Ach so, ich glaube, hier kann man bei den Zügen helfen, ne? Aber offensichtlich... Oh Gott, ihr seht, die Stadt wird irgendwann mal sehr gewaltig. Ja, genau, ein Freizeitpark kann man bauen. Genau, das habe ich auch gemacht. Ich habe den ein bisschen kompakter gehabt. Ja, hier gibt es auch Halloween-Deko. Ist ja super. Echt super gemacht. Kann man hier was anklicken? Gar nichts. Ja, okay, also ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen vom Level her. Könnt ihr mal gucken, ob wir bei ihr hier was machen können. City 1... Ja, kann man sich die Statistik der anderen Spieler angucken, wenn man hier draufklickt. Aber mehr kann ich hier auch nicht machen. Ja, gut, ich bin wahrscheinlich wirklich noch zu klein im Level, dass ich noch nicht helfen kann. Ist aber auch nicht schlimm. Nee, ich möchte die erstmal nicht entfernen. Ich bin ja froh um jeden Nachbarn, den ich habe, ne? Also lassen wir die natürlich drin. Ja, und dann geht's hier volle Möhre gegen, ne? Da werden wir jetzt hier mal gucken... Mal unsere Milch, die wir produziert haben, machen wir ja gleich erstmal dreimal Sahne. Na, dass wir erstmal ein bisschen hier auf Vorrat gehen. Kühe brauchen nämlich nicht so lange. Und na klar, im Laufe der Zeit wird man noch einen zweiten Kuhstall und einen Hühnerstall und sowas alles bauen können. Was können wir denn hier noch bauen? Häuser. Genau, das wollten wir machen. Eine Berghütte können wir bauen. Oh, die ist im Gruseldesign, wie alles andere hier auch. Ich möchte die gerne hier hinstellen. 20 Minuten dauert die jetzt. Die hat 15 Leute, das heißt, wir sind dann bei 100. Na toll, das ist ja unclever. Das heißt, wir werden mit weniger Leuten denn noch am Start sein. Also es gibt auch so eine Begrenzung. Dass wir, oh, guck mal, wir können denn das hier noch bauen. Das können wir noch dazu bauen. Dann haben wir die maximale Grenze der Häuschen auch schon erreicht. Jo, und wenn wir dann ja mal gucken, Landwirtschaft... Dafür brauche ich 95, also fürs nächste. Ein nächstes Feld benötigt denn die maximale, oder brauche ich 95 Einwohner? Ja, einen Kuhstall habe ich, eine, oh Gott, in Stufe C gibt es schon die Schäferei, Bienenhaus, was Entenfutterstelle, okay. Ja, also man hat ja schon so ein bisschen zu tun, ne? Hier kommen noch ganz viele Gemeinschaftsgebäude, sodass wir auch noch, oh Gott, oh mein Gott. Das wäre doch richtig viel Einwohner kriegen können. Spezial weiß ich gar nicht. Achso, das sind denn die, die man über die Quest... Ah ja, diese tägliche, weiß ich nicht, sowas wie ein Glücksrad. Wege kann man machen. Genau, die sind gratis. Werde ich auch noch umändern. Straßen. Ich hatte immer die hier. Die ist schick. Was? Ah... Okay. Okay, okay, okay. Zurück. Dann muss ich erstmal hier hin. Dann Straße. Und dann ziehen wir einfach mal hier lang. Jawohl. Geilo. Na, also ich, klar sieht das niedlich aus mit dem Weg hier einfach, aber pff, ja. Ich fand das denn, wenn die Stadt denn richtig groß ist, sieht das doch ein bisschen professioneller aus, ne? Kann man durchaus mal machen. Das sind ja gratis. Ja, dann seht ihr, so ist das Farmbild gleich ein komplett anderes, aber das muss jeder für sich entscheiden, ne? Oh, ich muss erstmal zurück. Nö. Ach, ich bin immer noch nicht hier. Gucke, können wir schon mal unseren Mais ernten. Wie viel haben wir denn jetzt hier von 10? Davon gebe ich gleich welche zurück. Und davon habe ich 0. Ach, wir machen nochmal Weizen. Wir machen einfach nochmal schnell Weizen. Und dann seht ihr, auf der Bahn sind dann so grüne Haken schon von außen, dass ihr seht, okay, kann ich was machen. Und später könnt ihr, oh, neue Stufe, yay, Zucker. Oh ja,
Ich erinnere mich, oh Gott, das sieht ja auch geil aus. Haus mit Ziegeldach, jawohl. später kann man Nachbarn um Hilfe fragen. Ja, da kann man sich so Waggons aussuchen und dann um Hilfe bitten halt. Ja, das ist immer ganz unterschiedlich. Und ich glaube, der hier oben, der ist immer relativ schnell wieder da. Also ja, manchmal dauert es dann auch irgendwann Stunden. Oder ich glaube, das tigert sich jetzt langsam hoch. Und dann kommt der halt in 9 Minuten wieder und hat die Ware im Lager, wie wir das zu Anfang des Videos gesehen haben. Ne? Nö, ich möchte gern das so lassen. Ich will kein anderes Bild. Ja, lass mal so. Ja. Könnt ihr euch eure Statistik angucken. So, unser Haus ist fertig. Geil. Dann warte ich jetzt, bis das Haus fertig ist. Und dann kann ich mir mein neues Feld setzen. Cool, cool. Ja, hier sehe ich... Oh, doch. Nö. Die kriegt hier nicht einfach so alles. Nix da. Oh, hier gibt es eine Aufgabe. Ist es nicht etwas merkwürdig, dass unsere Stadt Polizisten hat, aber kein Polizeirevier? Willst du mir damit etwas sagen? Gut, mal, guck mal, da kannst du dich mal hier. Zack, gleich ran an den Bürger. Kann ja wohl nicht wahr sein. Also, kannst du nicht am Po der Welt sein. Ach, guck, da hier unten sieht man das auch, dass man eine Quest machen könnte. Bei den Symbolen. So, was haben wir hier noch? Eine Fabrik kann ich bauen, eine Zuckerfabrik. War ja klar, war ja sowas von klar. So, die stellen wir hier oben hin. Ich habe das immer sehr gern, wenn so Bereiche wie Wohnbereich und Fabrikbereich getrennt voneinander sind. Weil ich glaube, keiner von uns wohnt gern neben einer Fabrik. So, davon habe ich jetzt 20. Dann gibt es hier nochmal eine Ladung. Genau. So, dass ich erstmal von allem so ein bisschen was da habe, dass wir hier ganz fleißig weiter produzieren können, dass wir hier nicht in Stocken geraten, ne? Ja. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann vielleicht ab 21. Ach stimmt, da kann man buddeln, ne? Ja, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Und dann schauen wir mal, wie weit ich bis dahin gekommen bin. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.